Leute, glaubt ihr wirklich, dass Meditation euch für Langeweile bewahren kann? Das geht nicht. Lasst uns irgendwas einfallen. Oh Mann, Leute, ich habe keine Lust mehr, mit denen in einem Zimmer zu leben. Oh Mann, ja. Ja, das ist echt so. Aber gut, Smile, geh einfach und nimm Dianas Laptop. Sie wird's dir verzeihen. Das kann ich nicht machen. Komm schon, Smile, wenn wir ohne Laptop hier dastehen, was sollen wir denn die ganze Zeit machen? Oh, Kommt schon, Leute, ihr seid nicht alleine im Raum, okay? Die Basketballer gucken schon ganz komisch, okay? Leute, seid ihr verrückt? Einfach hingehen und nehmen oder was? Diana ist beleidigt. Sie will mir nicht einfach ihren Laptop geben. Nein, Leute, ich kann nicht einfach ohne den Film einschlafen. Lass uns irgendwie nachdenken. Leute, ich weiß, dass die Verlierer können hingehen und den Laptop klauen, oder? Ist doch gut. Mhm. Hey, Verlierer, hört auf zu brüllen. Es gibt einen Job für euch, okay? Hey, kommt mal wieder klar, okay? Die Basketballer sprechen mit euch. Was wollt ihr denn? Ihr müsst in den Raum der Cheerleader gehen und dort den Laptop mitgehen lassen, ja? Ja, wir könnten uns zusammen einen Film ansehen. Kostja, worauf wartest du noch? Nimm die Jungs mit und geh in den Raum der Cheerleader, um den Laptop zu holen. Warum okay. denn wir? Die Cheerleader lassen uns nicht mal bis zu ihrer Tür kommen oder so. Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. Leute, ich brauche den Laptop nicht. Ich habe mein Handy, darauf kann ich Filme anschauen und so. Oh Mann, ja, so richtig, ey. Okay, Leute, lass uns mit Schnick, Schnack, Schnuck entscheiden, wenn der Laptop holen gehen muss. Komm. Okay, machen wir. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Mädels, wir checken jetzt alles. Dann schlafen die Verlierer ein und wir gucken einen Film. Ich will einen Film über Liebe. Jana, weißt du was? Geh mit deiner Liebe aus. Wir sehen uns eine Komödie an. Nein, wir sehen uns lieber einen Film über Hexen an. Leila, du wirst dir die Filme über Hexen zu Hause ansehen. Schaut mal. Schaut mal. Mädchen, welche Nummer hat dieser Buchstabe? Diana, da hat sich wohl jemand in dich verliebt. Oder jemand macht sich über dich lustig. Diana, ich glaube, da macht jemand einen Scherz. Leila, kann es sein, dass du einfach nur neidisch bist, dass die Briefe nicht für dich sind? Habe ich recht? Lass uns gehen, Diana. Mädels, lasst uns lesen, was dieser Romeo dieses Mal schreibt für mich. Lass uns gehen, Diana. Sollen wir es lesen, Mädchen? Ja, Diana. So viele Buchstaben. 1, 2, 3, 4. Das ist der 5. Diana, ich bin sicher, da macht jemand einen Witz. Seht euch das an. So ein verliebter Mensch. Er schreibt dir so viele Briefe. Lies schon. Diana, ich leide jeden Tag, aber du merkst es nicht. Ich bin in dich verliebt, aber ich weiß, dass meine Liebe nicht erwidert wird. Ich möchte, dass du weißt, dass du die Hübscheste, die Freundlichste und die Beste bist. Ich liebe dich sehr. Das ist so süß, Diana. Ich frage mich, wer sie schreibt. Wer ist dieser Romeo? Nichts Neues. Na Mädels, wollen wir uns einen Film über Hexen ansehen? Ich liebe Filme über Hexen. So toll. Welche Hexen? Wir schauen uns einen romantischen Film an. Jana, welche Liebe? Wir sehen uns eine Komödie an. Mädchen, seid still. Wir haben die Verlierer noch nicht überprüft. Der Film fängt später an. Lass uns schneller gehen, diese Verlierer überprüfen und einen Liebesfilm anschauen. Nastia, ist das klar? Nastia, ist das klar? Leila, Liebe. Diana, welchen Film würdest du gerne sehen? Lass mich raten. Über Hexen? Nein, Leila, tut mir leid. Aber ich mochte noch nie Filme über Hexen. Diana, lass uns eine Komödie anschauen. Ich habe eine tolle Auswahl getroffen. Das war's, Mädels. Schauen wir uns zuerst die Verlierer an und dann einen Film. Wir werden dann sehen. Gigi, hör auf zu schwafeln. Du gehst mir auf die Nerven. Mädels, mein Zahn ist ausgefallen. Die Zahnfee wird kommen. Mädels, warum fragt ihr mich eigentlich nicht, wofür ich mich zurechtmache? Was ist also der Anlass? Ganz einfach, du hast Pickel. Deshalb deine Maske. Nein, Mädchen. Jemand aus dem Lager hat mir einen Brief gegeben. Ein Liebesbrief. Knopper, wirklich? Nun, wir haben keine Jungen im Lager verfügbar. Knopper, wer war das? Mädchen, ich weiß es nicht, aber ich werde es bald herausfinden. Er schrieb in dem Brief, dass er mich vermisst und meine Schönheit bewundert. Knopper, wo war dieser Brief? Wo hast du ihn gefunden? Ihr werdet es nicht glauben, Mädels. Ich habe ihn in der Nähe der Tür der Cheerleader gefunden. Ich glaube, er hat einfach die falsche Tür erwischt. Sie hat den Brief in der Nähe der Tür der Cheerleader gefunden, aber sie glaubt, er sei für sie. Knopper, vielleicht hat sich jemand in die Cheerleader verliebt. Mädchen, seid ihr dumm? Alle Cheerleader haben Freunde. Der Brief kann nicht für sie sein. Nein. Nun, Nastia, die Cheerleaderin, hat keinen festen Freund. Der Brief könnte für sie sein. Und du hast ihn gestohlen. Nastia, Cheerleaderin? Ich hasse sie. Mädels, das ist eure Schuld. Ihr habt mich gerade zu Fall gebracht. Nastia, Cheerleaderin? Mehr werde ich euch nicht mehr verraten. Drama Queen. Sie wartet zu sehr auf ihre erste Liebe. Ann, du bist zu herrisch. Ich habe auch auf meine erste Liebe gewartet. Jetzt, wo Artem in meinen Händen ist, lasse ich ihn nie mehr gehen. Schnick, schnack, schnuck, schnick, schnack, schnuck, schnick, schnack, schnuck. Oh ja, ihr werdet den Laptop der Cheerleader klauen gehen.
Leute, das ist die Nachtkontrolle. Oh, die Cheerleader sind selbst hergekommen. Diana, du weißt, dass ich dich liebe. Gib uns bitte den Laptop, okay, bitte. Ich hoffe, sie gibt uns den Laptop. Ich bitte, ich hoffe es so sehr. Wir lieben alle im Camp. Wisst ihr, wie spät es ist? Geht in eure Betten sofort. Ihr müsst in euren Betten sein, schon längst. Geht in eure Betten sofort. Und außerdem zeigt uns eure Füße. Wir haben eure Füße noch nicht untersucht. Jetzt, jetzt. Oh Mann, Füße überprüfen. Ich habe meine Füße gewaschen, aber ich habe vergessen, meine Socken zu waschen. Ich trage immer schwarze Socken, sodass man es nicht merkt. Oh ja, Diana, ich bin gegen den Schulbus gelaufen, aber meine Füße, die sind auf jeden Fall sauber. Wir haben alle saubere Füße, bis auf eine. Ja, wer kann das nur sein? Ja, ich werde sie ja schon waschen. Nun, Mädchen, sollen wir ihnen glauben? Also gut, heute werden wir ihnen glauben. Nastia? Jungs, jetzt der Appell. Also gut, der Appell. Also gut. Nun, Smile. Hier. Also gut. Smile, du musst nicht schreien. Ich hab dich bemerkt. Also gut. Browse. Genau hier. Ich kann dich sehen, Browse. Kostja? Ich bin auf jeden Fall auch da. Das ist toll, Kostja, dass du da bist. Also gut. Wir freuen uns sehr, dich zu sehen, Kostja. Ich mich auch, euch zu sehen. Hey, Kostja. Kostja, du wirst deine Ann verspotten. Jetzt haben wir gerade den Check. Sei bitte ernsthaft. Patrick? Hier. Ich verstehe. Geh dir die Füße waschen, wenn wir schon mal da sind. Oh mein Gott, Patrick ist der Mais. Einfach pfui. Nun, Artyom ist hier. Max ist hier. Mädels, ich glaube, da fehlt jemand, oder? Diana, wo ist Artyom? Welcher Artyom? Er ist hier. Puki, Diana. Julie hat ihn doch nicht mit zu den Eltern genommen, oder? Oh mein Gott, wir haben einen Ausreißer. Oh mein Gott. Diana, hör auf zu schreien. Leute, ruft euren Puki an. Er muss sofort zurück ins Lager. Sonst schmeiße ich ihn sofort raus. Habt ihr es verstanden? Gigi, komm mit mir. Ich wasche mir das Gesicht. Lass uns gehen, Knopper. Ja, ja, wasch dir das Gesicht. Du wirst deine erste Liebe nicht treffen. Seht euch diese Nattern an. Oh mein Gott, schon wieder. Oh mein Gott, guck, Knopper, was ist passiert? Tut es weh? Schau nur. Knopper, was ist das? Gigi, es ist ein Brief. Er hat mir schon wieder geschrieben. Knopper, du weißt, dass es die Tür der Cheerleader ist, nicht unsere. Warum denkst du denn, dass der Brief für dich ist? Du hast diesen Jungen nie gesehen, aber du nennst ihn deine Liebe? Was soll das? Das macht keinen Sinn. Überleg doch mal. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich liebe ihn. Mein Herz sagt mir, dass dieser Brief für mich ist. Ah, für mich, definitiv. Ich werde mir das Gesicht waschen und ihn lesen. Ich bin fertig, ich habe mir die Füße gewaschen. Hört mir gut zu. Ihr habt eine Minute, um ins Bett zu gehen. Verstanden? Eine Minute. Nicht mehr. Die Uhr tickt. 59, 58. Jana, 57? Schalt den Wecker aus. Mädels, lass uns hier rausgehen. Es ist stickig hier drin. Max, das gilt auch für dich. Ich kann sehen, dass du lächelst. Pass auf, sonst puste ich dich weg. Ganz schnell. Ab ins Bett. Oh Mann, die sind heute so wütend. Smile, beeil dich und hol Diana ein, sonst verlieren wir vielleicht den Laptop. Was, ich? Ja, du. Oh Mann, ich hoffe, ich schaff das. Diana! Lass uns nach den Mädchen sehen und den Film anschauen. Ich kann es kaum erwarten. Diana, ich muss mit dir reden. Smile, was ist los? Diana, Smile. Ihr könnt gehen, sie kommt gleich hinterher. Smile, lass mich gehen. Diana, ich will nur ganz kurz reden. Nein, sieh ihn dir an. Er ist so frech. Sie haben sich doch gestritten. Smile, es ist egal, ob sie sich streiten oder nicht. Er ist doch immer so. Ich bin sicher, dass Smile Diana hinter der Tür kissen wird. Smile, kannst du bitte meine Hand loslassen? Ja, klar. Diana, du weißt, dass du das beste Mädchen bist. Eigentlich das Beste der Welt. Smile, was brauchst du? Diana, ich liebe dich so sehr, okay? Gib uns den Laptop, okay? Smile, hältst du mich wirklich für so dumm? Wenn du etwas brauchst, fängst du an, meine Liebe zu sagen. Nein, Smile, ich gebe dir mein MacBook nicht. Ich bin gleich zurück und sehe nach, ob du schläfst. Geh jetzt ins Bett, aber sofort, kein Aber. Okay, Diana, ich werde das so schnell nicht vergessen. Nachts komme ich in dein Zimmer und dann nehme ich dein MacBook weg, okay? Knopper, Knopper, was ist das? Sag's mir bitte. Knopper, was ist das? Gigi, hab ein bisschen Geduld. Ja, Knopper, was ist da? Los geht's. Habt ihr es gehört? Smile ist so frech. Er will mein MacBook haben. Mädchen, habt ihr euch gewaschen? Gut gemacht. Geht ins Zimmer. Wir machen dann den Check. Ja. Mädchen, Check. Mädels, er hat mir wieder geschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Gigi, da, wir gehen jetzt zu Bett. Ich bin so müde. Wir haben unsere Eltern bereits angerufen, um ihnen gute Nacht zu sagen. Chili, da könnt ihr das glauben? Mein Zahn ist ausgefallen. Ich gehe jetzt ins Bett und die Zahnfee wird mich bestimmt besuchen. Ja, ich freue mich schon drauf. Oh, ein Zahn ist ausgefallen. Ich glaube, der ist ein bisschen später rausgefallen. In diesem Alter müssten alle deine Zähne schon raus sein. Jeder Mensch ist anders. Knopper, komm schon. Lies schneller. Später, wenn die Chili da weg sind. Chili da, wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Okay, Mädels, wir werden hier keinen Zählappell machen. Los geht's. Ja, wir werden uns einen Film über Hexen anschauen. Nein, Leila, nicht über Hexen. Chili da, gute Nacht. Chili da, gute Nacht. Gute Nacht. Mädchen, gute Nacht. Geht ins Bett. Schlaft schön. Schlaft schön. Gute Nacht. Knopper, die Chili da sind weg. Jetzt kannst du lesen in Ruhe.
Ja, ist ja gut. Ich leide jeden Tag, aber du bemerkst das nicht. Ich liebe dich, aber ich weiß, dass meine Liebe unerwidert bleibt. Ich möchte, dass du weißt, dass du die Hübscheste, die Freundlichste und die Beste bist. Ich liebe dich sehr. Das ist so süß. Wie nennt er dich denn? Keine Ahnung. Nimm den Finger weg. Dort steht doch etwas geschrieben. Nein, er nennt mich nur Knopper. Keine Ahnung. Knopper, sei nicht so schüchtern. Ich sehe schon, da ist etwas. Vielleicht schreibt er mein Schatz. Knopper, nimm den Finger weg. Das war zu erwarten. Du stiehlst die Briefe einer anderen Person. Es ist für Diana, die Cheerleaderin. Knopper, du hast eine Störung. Du glaubst, jemand ist in dich verliebt? Das war Knopper. Da stand Knopper. Ich schwöre es. Nicht Diana. Warum ist Diana dort? Da stand auf jeden Fall Knopper. Ja, natürlich Knopper. Unfall, was ist? Hast du das MacBook mitgenommen? Natürlich, sie hat mir das MacBook nicht gegeben. Also ab ins Bett, Leute, wir sehen uns heute Abend keinen Film an. Nein, Smile, so funktioniert das nicht. Hast du Diana nicht überzeugen können oder was? Oh Mann, Smile, das ist nicht dein Stil. Sehen wir uns also heute Abend keinen Film an, du hast es versprochen. Na gut, soll ich das MacBook stehlen oder was? Aha. Okay, ich werde es versuchen, während sie das Zimmer der Mädchen überprüfen. Okay, ich klaue das MacBook heute und bring's morgen zurück. MacBook, MacBook. Wir sehen uns heute auf jeden Fall einen Film an. Warte mal, sie wird verstehen, dass ich das war. Oh. Was, ob ein Dieb da war? Oh mein Gott, er hat einfach Dianas MacBook gestohlen. Was für ein Freund ist er denn? Er hat sie gar nicht verdient. Mädels, endlich sind wir frei. Wir werden uns einen Film zusammen anschauen. Diana, lass uns eine Komödie anschauen. Mädels, wir werden uns zuerst einen Liebesfilm anschauen. Diana, lass uns eine Komödie anschauen. Was, hier bist du verrückt? Mädels, wo ist denn das MacBook? Als wir gingen, war es hier. Layla, wir werden nichts über Hexen gucken. Wo hast du es versteckt? Layla? Was, hier bist du verrückt? Ich habe das MacBook nicht versteckt. Es lag auf dem Tisch. Mädchen, wir wurden ausgeraubt. Oh mein Gott, Mädchen, der Balkon war doch geschlossen. Ich sagte, ihr sollt abschließen. Ihr habt mir nicht zugehört. Mädels, es ist furchtbar. Ich habe so lange für dieses MacBook gespart. Ich bin schockiert. Es ist so teuer. Was soll ich tun? Diana, beruhige dich. Gerate nicht in Panik. Mädchen, keine Panik. Wir müssen die Polizei anrufen. Lass dir was los mit dir. Mist, Mädels, wenn die Polizei unser Lager sieht, wird es furchtbar enden. Mist, Mädels, was soll ich nur meiner Mutter jetzt erzählen? Komm schon, alles wird gut enden. Komm schon, alles wird gut enden. Ich kann und werde mich nicht mehr verstecken. Diana, ganz ruhig, ich weiß, wer dein MacBook gestohlen hat. Pookie, wo bist du gewesen? Pookie, wir wurden ausgeraubt. Ist euch im Lager nicht auch ein seltsamer Mensch aufgefallen? Diana, wein nicht, okay? Dein MacBook ist hier noch im Haus, okay? Ich werde dir sagen, wer es gestohlen hat. Wer, Pookie? Pookie, was hast du denn in deiner Hand? Ist das ein Brief? Oh, ist das ein Brief? Ähnliche Notizen gibt es doch beim Spiegel, oder? Wir haben jetzt keine Zeit für Briefe. Pookie, wer hat das MacBook gestohlen? Ich sag's euch gleich. Geht nicht weg, okay? Bleibt einfach hier. Diana, ich liebe dich. Ich kann nicht ohne dich leben. Naja. Mädchen, Pookie hat all diese Briefe geschrieben. Oh Gott, Mädchen, ich hätte nie gedacht, dass Pookie sich in dich verlieben könnte. Diana, leg dich nicht mit ihm an. Julie wird zurückkommen und dich... Oh Gott, Mädchen... Ich brauche Pookie nicht. Ich hab Smile. Diana, sieh mal, dein Freund hat ein MacBook gestohlen. Ich sag dir, er hat dich nicht verdient. Was ist denn mit dir los? Smile, bist du wirklich verrückt? Was ist los mit dir? Weißt du, was ich gefühlt habe? Smile, bist du wirklich verrückt? Smile, diese Jungs erlauben sich einfach zu viel. Smile, leg das MacBook auf den Tisch und geh ins Bett. Na gut, na gut. Okay, aber du musst wissen, dass es nicht nur meine Idee war, sondern auch die von Browse und Max. Also solltest du sie auch anschreien. Versuch gar nicht erst das Zimmer zu betreten, sondern schlaf auf dem Gang, okay? Mann, ey. Ich werde auf Dianas Teppich schlafen. Puh, Mädchen, gute Nachrichten. Wir wurden doch nicht beraubt. Diana, wir haben weitere gute Nachrichten. Wir haben herausgefunden, wer die Briefe schreibt. Pookie, schäm dich. Du hast doch Julie. Pookie, sag uns, wie lange liebst du Diana schon? Ha? Erzähl schon. Eigentlich wollte ich nicht, dass ihr es erfahrt, okay? Diana, ich liebe dich. Okay, Pookie. Danke, dass du das MacBook zurückgebracht hast. Aber du solltest deine Füße waschen und ins Bett gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Diana, morgen bekommst du noch einen neuen Brief. So lang ist der. Puh. Leute, habt ihr es schon gehört? Ich bin schockiert. Was für ein schwieriger Tag. Like das Video und abonniert den Kanal. Wir werden uns mit dem Mädchen einen Film endlich anschauen. Halleluja, über die Liebe.
Leute, tschüss an alle. Tschüss an alle.